Hallo. Hi, Überraschung, da sind wir wieder. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, als ihr die Playlist durchgesuchtet habt, dass nach der letzten Folge, in der das Pferderennen ja nicht ganz so gut gelaufen ist, wir eigentlich uns verabschiedet haben, schon gedanklich, geistig, ja, auch körperlich von diesem Spiel. Ja. Aber ich bin noch mal in mich gegangen okay, und habe es geschafft, bis dahin das Spiel nochmal locker zu spielen. Mhm. Nein, die Wahrheit ist, wir haben rausgefunden, dass es auch für Robin Hood, so wie jedes andere Gameboy-Spiel, natürlich Cheatcodes gibt. Und na, es sind ja nicht wirklich Cheatcodes. Es sind einfach nur geheime Passwörter, um an gewisse Passagen des Spiels schneller zu gelangen. Eben, die Frage ist ja, ob das, weil sowas wird ja eigentlich immer absichtlich eingebaut, ja, damit man halt eben nicht immer wieder von vorne anfangen muss, genau, sondern dass man halt bestimmte Passagen. Es wäre schön gewesen, wenn das Spiel uns das Passwort mitgeteilt hätte. Ganz genau. Ja, aber wie dem auch sei, jetzt versuche ich erstmal den Passwort-Screen aufzumachen. Denn im Internet steht, man muss im Startbildschirm 8x A, 8x B drücken. Ich drücke das jetzt einfach mal. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Lol! So, und das Rennen, es ist, wir sind in Level 5 bei dem Pferderennen gewesen, der Verfolgungsjagd, das heißt Chase. Ob das vielleicht in der Anleitung stand? Weiß ich nicht. Ich hatte die ja nicht, weil ich das Spiel ausgeliehen hatte. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann, Ach, das muss man nicht mal komplett machen. Ha? Wow! Wow, wir sind aber genau da, wo wir... Okay, du hast wahrscheinlich nicht die gleichen genau, Sachen. Genau, mein, ne? Inventory ist wahrscheinlich weg, ne? Gucken wir mal. Na, alle wichtigen Sachen wahrscheinlich hast du, ne? Ja, geil. Schön. Ja, die haben uns fairerweise ein paar gute Sachen mitgegeben. Kann ich damit leben. Ja, dann, ich muss sagen, es ist schon wieder länger her. Es ist jetzt, boah, 3 Wochen her. 2 oder 3 Wochen, ja. Dass wir das gezockt haben. Das heißt, Ach so, ich muss ja den Sattel rausnehmen, ne? Ja, genau. Benutzen. Oh, ist das kompliziert. In den Ausschütte Hand. An die Ausschütterhand. Ah, so. Links unten. Links unten. Das nicht ist. Nein, das ist fallen lassen. Ja. So. Ich hoffe, dass es jetzt startet und dass ich diesmal nicht wieder so rigoros verkacke. Sie sind uns im Nacken. David Hasselhoff weiß Bescheid. Stimmt. Ach ja, ich muss ja laufen. Habe ich vergessen. Das war knapp. Ich muss da rechts drücken. War das ein... Ja, ich glaube schon. Ach, scheiße. Also ich würde da das Risiko auf jeden Fall nicht eingehen. Ja. Ich erinnere mich an das letzte Mal wieder zurück, wie schlimm es damals war. Da habe ich nämlich gedacht, dass eine dieser Texturen nach vorne schon ein Stein wäre. Bin dann geflogen und dann war es zu spät. Ich glaube, ich hätte am Anfang laufen sollen. Die kommen nämlich immer näher. Oh, 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 oh. Kommen die echt näher? Ja, ich habe das Gefühl, die kommen mal Doch, Sprung. Ja, bei jedem Sprung, ja. Ja, ja, jetzt hast du ja genug Versuche, Jan. Wir sehen uns dann in einigen Folgen wieder. Nein, ich bin guter Dinge, dass ich das jetzt tatsächlich meistere. Vor allem, wo ist denn dein Morgan Freeman? Das war ja gar nicht so lang. Nach einer langen Verfolgungsjagd zu Pferde schaffst du es, Nottinghams Schergen in Sherwood Forest abzuhängen. Ich glaube, du warst letztes Mal kurz davor, das auch geschafft zu haben. Ja, da gehe ich offen aus. Ja, nicht schlecht. Man sagt, dass es im Wald von Sherwood spukt, Herr. Entweder riskieren wir einen Geistertanz. Oder wir werden selbst Geister. Ja. Okay. Okay, wie geht nochmal kämpfen? Du hast das nämlich ausgewählt. Scheiße, ich hab's nicht ausgerüstet. Pass auf, der Dackel kommt. Ist das nicht eher eine Riesenratte? Ja. Ich hatte doch den Bogen, ne? Oh nein, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr hier. Oh nee, nein. Stimmt, der ist weg. Ich habe keinen Bogen. Aber ich habe ein größeres Schwert. Du warst schon mal, Robin. Achso, wow. Das ist danke. Danke. Ja, dann werf ich mir dieses Schwert anlegen. Schade. Weil und das Amulett, weil du hast keine Rüstung mehr, dann gibt das vielleicht etwas. An die Boss. Und was ist das? Was sind die Pillen da? Bogen. Anders kann man dieses Crap-Spiel noch nicht ertragen. Ja, komm schon, jawohl. Ha. Ja, ich bin. Also ich war ja auch schon mal als Kind. Wie gesagt, das ist alles Neuland für mich. Schon alleine, als du mir den Link geschickt hast, dass es dafür Passwörter gibt. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Das gibt es ja nicht. Das Vieh hat mich getroffen. Ich habe 1 HP verloren. Jo. Ja, ich weiß auch nicht. Achso, ich habe noch eine Karte. Vielleicht soll ich mal auf die Karte gucken.
Wir erinnern uns daran, es gibt ja diese tolle Karte. Ja, ich bin direkt mal falsch gelaufen. Ich muss nach rechts, einfach nach rechts, okay. Aber vielleicht ist ja oben in dieser Sackgasse noch ein Item versteckt. Da könnte ich jetzt nochmal eben gucken. Jetzt bist du ja schon da. Ja. Pass auf, der Dackel! Sieht aus wie ein Armadillo. Ah. Du bist selber drüber gelaufen. Ja, wie bei den Fledermäusen. Stimmt. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Ich hab ein Bonbon gefunden oder so. Vielleicht war das ein Apfel oder sowas. Oder eine Kirsche. Ach, ganz im Ernst, ne? Couldn't care less. Das sagst du jetzt. Ja gut, ich habe jetzt schon einige HP verloren, aber mit diesem Passwort im Rücken, ne, da fühlt man sich gleich viel, viel sicherer. Das ist auch so eine psychologische Wirkung. Wahrscheinlich, ja. Das ist so wie bei einer schwierigen Stelle im Spiel, wo man tausendmal stirbt. Wenn man sie einmal geschafft hat, schafft man sie auf einmal immer wieder. Ne? Oder wie Contra und dann 30 Leben haben, ja, zu spielen. Oder wie es hier heißt, Probotector. Cooler Name trotzdem. Ja, für meine Freundin und mich hieß das Spiel früher immer nur Provozierohr. Weil das so verdammt hart war, wir sind da auch nie weit gekommen. Also ich hatte das auch nur für den NES nicht, nur für den Gameboy hatte ich das damals. Für den Gameboy? Probotector 2, glaube ich, ja. Ah, okay. Hier muss ich, denke ich, nach oben. Hier nämlich die Fauna noch weiter verfolgt. Und du einfach in alles reinläufst. Ey, ganz im Ernst, ne? Was soll's, ich muss mich doch gleich heilen, dann heile ich mir doch lieber direkt mehr. Stell mir nur die ganze Zeit vor, wie diese Fledermäuse an deiner Brust einfach zerschellen. Und ziemlich realistisch. In deinen Hesselhoffschen Brusthaaren verfangen wahrscheinlich. Mann. Ich find's Spiele gut, in denen es unendlich viele Gegner gibt. Mhm. Respawn. Also wie Ninja Gaiden auch früher. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte jetzt schon wieder links nach oben gehen müssen, bin ich jetzt hier. Aber anscheinend war es richtig. Ah. Oh ja, da ist Bruder Tuck. Nicht Bruder Tuck, Little John. Ein reicher Mann kommt uns besuchen. Wir kommen in John Littles Wald. Ich habe kein Geld für deinesgleichen. Oh nein. Guck mal, die haben da keine Umlaute. Ja. Uns auch Eierkopf. Oh. Das war Eierkopf, das durfte man früher nicht sagen. Ja. Nein. Ich muss kämpfen. Ja. Pass auf, Fahr. Er hat die Soldaten des Sheriffs aufgemischt. Wirklich? Das fängt an, mir Spaß zu machen. Jetzt kommt wohl wieder so ein Fight. Oh, ja, geil. Ja, hättest du dich mal geheilt, ne? Keine Sorge, ich back mich jetzt hier durch. Du machst im Moment nichts bei ihm jetzt. Ja. Scheiße, er hat mich auch getroffen. Wie ich laufe? Du hast, Wow! Metroid-Modus. Wollte ich gerade sagen, du bist im Powerball. Ja, das ist fast so spannend wie dir beim Wrestling zuzugucken, ja, muss ich sagen. Für alle, die es nicht gesehen haben, WWF Attitude für die Dreamcast, ein super Let's Play. Geiles Spiel, stabil ohne Ende. Wenn ihr eine alte Konsole habt, es lohnt sich. Das habe ich verkackt. Schnauze voll, Kumpel! Von vorne, bitte. Nein, lass mich nicht in... Jetzt weiß es ja aber, wie das geht. Wieso hab ich bloß nach diesen scheiß Passwörtern geguckt? Ich hätte das Spiel hinter mir lassen können, weißt du? Ich hätte es einfach hinter mir lassen können. Weil du halt einfach ein Completionist bist. Ja. Ja, irgendwie schon. Also es würde mich schon freuen, dieses Spiel einmal zu beenden, aber... Seriously, ich hätte einfach sofort das Passwort für den Forest da raussuchen sollen. Oder ist das wohl das gleiche Level? Vielleicht ist das dann wieder das gleiche, ja. Könnte ja sein. Warum solltest du sonst da anfangen wieder, ne? Hast auch wieder recht. Soll ich mal probieren, mal diesen kleinen Felsen nicht zu springen? Meinst du, das ist ein Felsen für mich? Ich glaube, das ist ein Felsen für dich. Okay, ja, dann springe ich doch. Siehst du da, wo dieser Textur ist? Da dachte ich, das eine Mal wäre ein Felsen. Bin gesprungen, dann konnte ich den anderen Sprung nicht mehr machen. Hm. Das war mein Verderben. Was ich auf jeden Fall weiß, bevor ich gleich gegen Little John da antrete, werde ich mich heilen. Ja. Ja. Und vergiss nicht, dein Schwert gleich wieder auszuwählen. Ja. Ganz im Ernst. Ja, guck mal, du bist doch ein richtiger Meister jetzt. Ja, aber ganz im Ernst, ich brauche kein Schwert. Die Viecher machen ja nichts, ne? Stimmt. Aber vielleicht hast du es dann bei Little John, ne? Ja, gut. Ne, bevor ich zum gehe, zieh ich es natürlich an. Wunderbar. Das war doch jetzt problemlos, ja?
Komm, ich zieh's doch an. Den Ring kannst du auch noch anziehen. Ja, aber wie gerne hätte ich wirklich einen Bogen. Der Bogen war so cool. Mhm. Vielleicht gibt's ja auch Item-Cheats, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich meine, wie soll man die eingeben? Ja, wollte ich gerade sagen, wie soll das denn funktionieren? Vielleicht gibt's ja den GTA-Panzer-Cheat oder sowas. Ja, das wäre geil. Ach ja, komm schon, ja, was soll's. Aber du hast Pfeile wenigstens. Ach fuck, ich bin zu früh hochgegangen. Ist auch nicht so einfach. Das Map-Layout gibt schon viel her. Ja, das ist, also man spricht ja manchmal über Level-Design und Umgebungsdesign. Und ich glaube, die meisten Spiele-Designer richten sich auch nach diesem Spiel. Kann man von ausgehen. Es hat auf jeden Fall Standards gesetzt. Welche? Das ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Das muss die Nachwelt den wirklichen Impact von Robin Hood, Prince of Thieves. Ne, warum halt? Ne? Heutzutage sind auch alle Spiele schlauchig. Ja, schlauchig und braunfarben. Ohne große Farbpaletten. Ja, irgendwie schon. So, ich werfe mir jetzt mal Pillen ein. Ne, guck doch erstmal, was das ist. Verband. Du kannst den Verband benutzen. Nicht essen. Nein, nicht wegwerfen. Nicht wegwerfen. Nutzen. Philipp hat gerade genickt, wie ein Lehrer. Oh, ich habe 5 HP geheilt. Meine Güte. Leute, es tut mir so leid, ich esse jetzt eine Hähnchenkeule. Oder ein Wildschwein. Vielleicht ist das auch was Veganes. Ist eine Keule Fleisch? Mal gucken. Oh, ich bin overpowered. Boah, okay, über 100 HP. Jetzt schaffst du es dann aber. Was ist denn, wenn ich Nein mache eigentlich? Oh, weiß man nicht. Vielleicht musst du dann wieder zurückgehen oder so. Oder du bezahlst Geld. Ah, man kann hier auch oben drauf klettern. Ja, aber du triffst sie nicht. Du haust über ihn drüber. Yeah! Aber wenn du ihn jetzt da treffen würdest, wäre das natürlich super. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Oh, jetzt hast du vielleicht den richtigen Punkt. Er kommt. Ich glaube, er haut jetzt aber auch über dich drüber. Oh ja, Baby. Perfekt. Nimm dich in Acht vor Robin Locksley. Es sieht so aus, als hätte er keinen Stab, sondern so ein Gewehr, wenn er es so seitlich hält ein bisschen. Hinten, da guckt jemand zu. Jo. Nee, das sieht nur so aus. Voll creepy, das ist ein Stoch, das ist immer der Zuhörer. Nein, das sieht nur so aus. Das ist die Klippen. Stimmt. Ich finde auch links, wo der Baum aufhört, da sind die Sprites super designt. Das geht quasi nahtlos in den Weg über, von der Wiese da in den Weg. Aber sonst, also ich muss sagen, ich finde es ist trotzdem ganz schön gemacht. Also das Spiel ist nicht hässlich. Also na, für ein Gameboy-Spiel. Ist das echt, ich finde das gut. Geht das, ja. Es hat auch, also so gameplay-technisch kann man sich eigentlich nicht beschweren für ein Gameboy-Spiel, ne? Du hast verschiedene Modi, du musst ausweichen, du musst kämpfen, musst ein paar Rätsel lösen. Hast dann diesen Kampfmodus hier, ist doch ganz nett alles. Ja, ne, aber trotzdem gibt's auch Sachen wie Pokémon auf dem Gameboy, ne? Ja, aber ich finde, ist nun mal auch ein anderes Genre, ne? Und das hier ist halt ein klassisches, so ein Action-Adventure mit Schmarsch und das ja, ist ja, na, also, keine Ahnung. Mich hat's bis jetzt immer noch nicht so derbe überzeugt. Ja, nein, das ist natürlich. Es hat halt viele, super viele Mängel, aber so von der Grundidee und dafür, dass es halt ein Lizenzspiel ist für einen Film, ist das echt gut. Für das, was es also, ist. Also ja, also ich, mit dem Wort gut würde ich wirklich sehr vorsichtig umgehen, aber ich würde sagen, okay. Okay, ich meine, ich würde schon über Link's Awakening ansiedeln. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ne, das so, aber sonst. Auf jeden Fall auch besser als Super Mario Land. Ja, alle Teile. Ja, wie ihr seht, ich bin der Bitchmeister. Ob Jan wirklich gewinnt, das erfahrt ihr jetzt. Das wäre ein guter Übergang gewesen. Aber vielleicht können wir an dieser Stelle ja wirklich eine Folge sein lassen und mit fast pünktlicher Zeit stoppen. Ja, machen wir. Vielen Dank fürs Zugucken und wie ihr seht, mit Robin Hood geht's weiter. Mal gucken, wie viele Stunden wir noch verbringen werden, um dieses Spiel dann doch noch hinter uns zu... mit viel Spaß hinter uns zu bringen.
Ha ha ha. Bis dann. David Hasselhoff.